Karnevalisten, Karnevalsvereine und Prinzenpaare, Dreigestirne und andere Repräsentanten der Fasnachtsszene aus dem Kreis Ahrweiler gaben sich hier sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Der Landrat des Kreises Ahrweiler hatte zum traditionellen Karnevalsempfang eingeladen, dieses Mal in die Römerhalle nach Wehr. Das ist der legendäre Landratsempfang, den mein Vorgänger schon eingeführt hat. Wir haben heute den 35. Empfang. Ich bin 20 Jahre Landrat. Es ist eine tolle Sache. Ich finde, es gehört hier zur Kultur, denn der Kreis Ahrweiler ist natürlich auch wegen der Nähe zu Köln der Karnevalskreis schlechthin. Ganz vorneweg durfte der Ausrichter des närrischen Stelldichein, die Karnevalsgesellschaft Wohlgemut Wehr, auf der Bühne auflaufen. Viele fleißige Helfer hatten im Vorfeld das Zusammentreffen der Ahrweiler Jecken geplant und umgesetzt, um allen Gästen kurzweilige und abwechslungsreiche Stunden zu bescheren. Das fängt an mit Brötchen schmieren, mit Kaffee kochen, mit der Logistik, wann wir anfangen, wie wir es machen, Einteilung halt. Bei einer Kappensitzung ist das, da ist man auch schon routinierter. Die KGW ist für den Narren bekannt, sie hat ihn sogar auf ihre Fahne gebannt. Einen Narren möchte ich euch heute schenken, so müsst ihr Karnevalisten immer an mich denken. Etwas Taschengeld habe ich mit dazu gebracht, damit auch keiner was zu meckern hat. Zum Abschluss wünsche ich euch ein schönes Fest und für die Session nur das Allerbeste. Auf den Karneval ein dreifaches Kreis Ahrweiler! In diesem Jahr regieren Prinz Alex der Erste und Prinzessin Dani der Erste die Narren in Wehr und hatten die Ehre, alle Karnevalisten des Kreises bei sich willkommen zu heißen. Hier in Wehr scheint man noch keine Nachwuchssorgen zu haben, das demonstrierten eindrucksvoll die Tänze der Funken. Und selbst bei den Sitzungen kann man auf Kräfte aus den eigenen Reihen zurückgreifen. Wir haben bei uns in Wehr das Glück, dass wir also von Vorträgenden noch eigene gute Kräfte haben, die auch weit, weit über das Brotal hinaus bekannt sind. Also insofern, der Nachwuchs passt in Wehr auch noch. Egal ob aus Esch, Remagen, Bad Neuenahr, Burgprohl oder Westum, aus allen Teilen des A-Kreises war man angereist, um bei den Defilés auf der Bühne seine Region zu repräsentieren und natürlich die närrischen Regenten, ob groß oder klein, vorstellen zu dürfen. Obligatorischer Ordensaustausch inklusive. Oh, ist mal schön, jetzt alle Totalitäten aus dem Kreis Ahrweiler zu sehen, mal die ganzen Kostüme, die Gefolge, das ist schon interessant, sonst hat man ja keine Möglichkeit dazu. Die Shell Pens aus Niederzissen brachten den Saal mit ihrem Auftritt sprichwörtlich zum Kochen. Überall in der Halle wurde geklatscht, geschunkelt und getanzt. Trotz der ausgelassenen Stimmung haben fast alle Karnevalsvereine mit denselben Hürden zu kämpfen. Dabei ist die Nachwuchsgewinnung scheinbar die kleinste Sorge. Das große Problem, nicht nur im Karneval, sondern für alle Vereine, ist ja immer mehr Bürokratie. Das belastet die Vereine sehr und deshalb haben wir jetzt auch wieder ein neues Förderprogramm, Hauptamt stärkt Ehrenamt, aufgebaut. Also vom Kreis aus tun wir alles, was wir können, aber letztlich leben wir vom Idealismus der Vereine. Der Idealismus der Vereine ist, wenn man das närrische Treiben beim diesjährigen Landratsempfang verfolgt hat, ungebrochen. Das Brauchtum Karneval hat also nichts von seinem Reiz verloren. Das spiegelte auch die Teilnahme der gut 28 verschiedenen Vereine wider, die beim großen Familientreffen auf jeden Fall dabei sein wollten.